Hey, hier ist der Timo von Fit und Gut. Ich mache jetzt mit dir direkt zum Mitmachen eine Übungssequenz mit der Kettlebell. Und das ist eine Sequenz, die nutze ich für mich selbst und meine Kunden oft und sehr gerne, wenn es darum geht, mal das Handling mit einem externen Gewicht zu verbessern und mit diesem Gewicht komplexe Bewegungsabläufe zu trainieren, die zum einen die Stabilität des ganzen Körpers erhöhen und zum anderen aber auch schön aufmachen und einem sowas wie einen Resisted Stretch und ein super Körpergefühl, super Koordination auch bieten. Wir machen zwei Runden. Wenn du verschiedene Kettlebells zur Auswahl hast, erste Runde ist sozusagen unsere Warm-up, Techniktraining-Runde, leichtes Gewicht und dann schau, wie du dich damit fühlst, dann kannst du in der zweiten Runde erhöhen. Ganz grob, als Mann empfehle ich dir 8 bis 12 Kilo für die erste Runde, 12 bis 16, wenn du sehr stark bist, auch Richtung 20, 24 für die zweite Runde. Als Frau empfehle ich dir 6 bis 8 für die erste Runde und die zweite dann 12, wenn du Power hast, 16 Kilo. Ja, alright, wir legen los. Stell dir deine Kettlebell bereit, circa eine Fußlänge Abstand zur Kettlebell und dann beginnen wir mit der Übung Around the World Body Pass. Du übergibst die Kettlebell hinterm Rücken und blockst sie dann mit der freien Hand ab, spannst dabei deinen Rumpf an und wechselst. Rechts, links im Wechsel, Schultern tief, Bauch fest, Blick geht geradeaus. Von hier wechsel mit dem Boden der Kettlebell nach oben, bottoms up und geh in die Halos. Wir kreisen wie ein Heiligenschein, rechts, links im Wechsel um den Kopf, bleib aufrecht. Achte auf eine stabile Körpermitte. Von hier gehen wir in den Bottoms-Up-Clean. Das heißt, die Kettlebell zeigt mit dem Boden nach oben. Starker Griff. Ball deine freie Hand zur Faust. Kugelsicher stehen. Und dann wechsel die Seite. Auch hier stell dir vor, du kannst ein Wasserglas auf den Boden der Kettlebell abstellen. Beide Hände zur Faust geballt. Schultern stabil. Dann gehen wir rechts in den Clean. Von hier über Kopf drücken, dreh deinen linken Fuß auf und wir gehen in die Windmill. Das heißt, du hältst die Beine so gut es geht gestreckt, setzt das Becken nach hinten und drehst dich zum gestreckten oberen Arm auf. Finde die perfekte Mischung aus Kontrolle, muskulärer Führung und Stretchen, Ausdehnen. Das Ganze machen wir auf links, clean. Über Kopf drücken, rechter Fuß dreht auf und dann geh hier in die Windmill. Gesäß nach hinten setzen, dein linker Arm bleibt gestreckt, Schulter stabil, dreh dich zur Kettlebell hinauf, auch der Blick geht dahin. Sehr gut. Wechsel wieder den Arm, clean auf rechts, in die tiefe Hocke, richte dich hier einen Moment ein, drück die Knie nach außen, Schultern weit weg von den Ohren, heb dein Brustbein an, zieh deinen unteren Rücken lang. Full Engagement, volle Aktivierung in der Position. Mit deinem Aufstehen drück die Kettlebell über den Kopf und wir gehen in den Turkish Get-Up. Linkes Knie zurück, linke Hand stützt, linkes Bein streckt, Gesäß zum Boden, komm auf den gesamten Rücken. Nimm jetzt deinen linken Arm über den Kopf. Zieh dein gestrecktes rechtes Bein ran und bring das im rechten Winkel seitlich von dir weg. Während du die Hüfte so nah zum Boden bringst wie möglich, mach im Brustkorb auf und halt den Arm und die Kettlebell im Lot. Bleib hier, solange es sich gut anfühlt. Und dann drehst du möglichst kontrolliert zurück, stellst den Fuß wieder auf und machst wieder deine 6 Schritte nach oben in den Stand. Die gleiche Sequenz machen wir auf links. Clean links, in die tiefe Hocke, gut einrichten hier, Rücken lang, Schultern tief, Knie nach außen. Mit dem Aufstehen drück die Kettlebell jetzt auf der linken Seite über Kopf, dein rechtes Knie geht zurück,
deine rechte Hand stützt, dein rechtes Bein streckt, Gesäß zum Boden, gesamten Rücken ablegen, rechten Arm über den Kopf, dein linkes gestrecktes Bein zieht ran und dann bringst du dein linkes Bein im 90-Grad-Winkel zur Seite, die Hüfte Richtung Matte oder Boden, linken Arm stabilisieren, so lange halten wie möglich und dann wieder deine 6 Schritte nach oben, Turkish Get Up in den Stand. Sehr gut. Jetzt bringen wir die Kettlebell auf unsere rechte Körperseite. Linker Arm geht seitlich raus. Wir gehen ins einbeinige Kreuzheben mit Ruderzug. Ja, aus dem aufrechten Stand bring dein rechtes Bein nach hinten und ruder den rechten Ellenbogen seitlich am Körper vorbei. Mach hier 3 bis 5 Wiederholungen. Körperrückseite aktiviert, deine ganze Streckerkette aktiviert. Stabiler Stand, hoher Gleichgewichtsanteil hier, Koordinationsanteil in dieser Übung. 3 bis 5 Wiederholungen auf deiner linken Seite. Und dann Single Arm Swings rechts und nochmal High Pulse rechts. Ellenbogen dynamisch zurückziehen. Das Ganze auf links. 1, 2, 3 High Swings und 1, 2, 3 High Pulls und Relax. Yes, das war Runde 1. Entscheide jetzt, ob du beim gleichen Gewicht bleibst, weil du die Bewegung erst noch optimieren möchtest oder ob du dir eine schwere Kettlebell hinstellst. Wenn die Hände schwitzen, mach's wie ich. Nutze ein bisschen Chalk für die zweite Runde. Wir fangen wieder an mit diesen Round the World Body Passes, wo du hinterm Rücken die Kettlebell übernimmst. Disclaimer, wenn du keinen Bodenschutz hast, üb das erstmal mit einem leichten Gewicht oder draußen auf dem Rasen. Körpermitte fest, Schultern tief. Und dann gehen wir von hier bottoms up in den Halo, in den Heiligenschein. Yes, Blick ist geradeaus, dein Kopf ist möglichst stabil. Schultern tief halten. Für kugelsichere Schultern, sehr gut. Bottoms up clean. Der Boden der Kettlebell zeigt nach oben. Starker Griff. Und dann einmal wechseln auf die zweite Seite. Auch hier bottoms up. Halt das einen Moment, steh aufrecht und dann rechts in den klassischen Clean. Überkopf drücken, dein linker Fuß dreht auf und wieder in die Windmühle. Ganz wichtig hier, dass du die Körpermitte stabil hältst, die Wirbelsäule gut gestützt und geh nur so weit nach unten, wie es für dich kontrollierbar angenehm ist. Clean auf links. Überkopf drücken, rechter Fuß dreht auf und das gleiche hier auf der anderen Seite. Yes. Sehr gut. Wechsel wieder deinen Arm, clean rechts. Komm dann in die tiefe Hocke, Moment hier einrichten. Mit deinem Aufstehen drückst du die Kettlebell gleich wieder über Kopf und wir gehen in den Turkish Get Up oder Get Down in dem Fall Nummer 2. In der Rückenlage, linken Arm nach hinten, rechtes gestrecktes Bein zur Seite rüber, Hüfte Richtung Matte. Schulter stabil, ganz wichtig. Und dann die gleichen 6 Schritte wieder nach oben. Und die gleiche Sequenz auf der zweiten Seite. Clean. Überkopf drücken. Rechter Fuß geht zurück. Ah, wir machen es hier anders. Tiefe Hocke. Kurz einrichten. Dann komm nochmal nach oben. Kettlebell über den Kopf. Rechter Fuß nach hinten. Stützen.
Dein Bein streckt, Gesäß zum Boden, in die Rückenlage. Bring den rechten Arm über Kopf und bring dein linkes Bein seitlich rüber. Hüfte so nah es geht zum Boden. Im Brustkorb, in der Schulter aufmachen und gleichzeitig stabil bleiben. Und dann die gleichen 6 Schritte wieder nach oben. In den Stand. Und dann tausch noch einmal die Seite. Bring die Kettlebell wieder auf rechts für dein einbeiniges Kreuzheben mit Ruderzug. 3 bis 5 Wiederholungen. Hier zeige ich dir jetzt die Variante, wo du die Züge direkt am Stück machst. Also sozusagen Standwaage halten und dann rudern. Sehr gut. Und dann machen wir zum Abschluss noch ein paar Single Arm Swings. Und das gleiche mit dynamisch Ellenbogen zurück, High Pull. Auch hier nochmal den Arm wechseln. Und nochmal dynamisch den Ellenbogen zurückziehen. Und dann stell kontrolliert das Gewicht ab. Und wir sind durch. Sehr stark. Vielleicht noch einen kleinen Stretch einbauen. Zum Beispiel hier die Child's Pose, wie dargestellt. Den Rücken lang ziehen. Spür dabei, wie sich deine Atmung langsam wieder beruhigt. Dein Herzschlag beruhigt. Und dann lass das Ganze ausklingen. Oder wenn du es als Warm-up gemacht hast, kannst du jetzt in deinem Workout starten. Wie bei allen anderen Trainings, vor allem mit externem Gewicht, zählt erstmal mit einem leichten Gewicht die Bewegung beherrschen und dann steigerst du im ersten Schritt am besten erstmal den Umfang, also die Anzahl der Wiederholungen pro Übung, die Satzanzahl, du kannst ja dann auch eine dritte oder vielleicht sogar eine vierte Runde noch machen und dann sukzessive auch dein Trainingsgewicht. Ja? Immer wieder anpassen an deinen Fortschritt, aber auch die Schritte nicht zu schnell hochschrauben, damit alle Strukturen deines Körpers entsprechend mit stärker werden, wachsen, sich anpassen können. Viel Spaß, bleib fit und gut, dein Timo.